heute kommt ein neues Video und ich dachte, eigentlich wollte ich jetzt schlafen, aber ich bin gerade noch im DM gewesen, habe eine ganze Tüte voll Zeug gekauft und dachte mir, bevor ich das alles jetzt wieder in meine Schminksammlung ging, einpack, zeige ich es euch lieber vorher. Und ja, das war so ein kleiner Spontankauf, ich bin ganz spontan rein, weil ich wieder ein bisschen neue Schminke gebraucht habe für meinen Freund, also weil ich halt bei meinem Freund eigentlich ungefähr so oft bin wie bei mir. Und deswegen schminke ich mich halt auch öfters bei meinem Freund. Da habe ich auch so einen kleinen Schminktisch. Und da brauche ich halt öfters auch mal wieder Sachen. Und weil da ein bisschen was leer war, dachte ich mir, hole ich das gleich. Und ich kann euch gerne dazu sagen, was denn letztendlich für mich ist und was für meinen Freund daheim ist. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar habe ich mir für meinen Freund Wattepads gekauft. Die haben zwar auch welche im Bad, aber ich nehme mir dann immer ein bisschen welche mit, halt auch für daheim, dass ich halt welche bei meinem Schminktisch habe. Und es ist diese große Rolle, die kostet jetzt 85 Cent und es sind 140 Wattepads, also das geht völlig. Ich schreibe euch die Preise nochmal unten hin, ich sage jetzt nicht alles dazu, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Dann habe ich für mich daheim einfach, wenn ich weg bin, bin ich immer noch zu faul in der Nacht, mich abzuschminken. Und da sind diese großen Wattepads immer richtig gut. Das sind halt die Maxi-Pads, die kosten ein bisschen mehr. Sind auch nur 40 Stück, aber sind halt von der Größe doppelt so groß und sind halt irgendwie besser zum Abschminken, finde ich. Deswegen kaufe ich mir immer lieber die. Dann habe ich mir ein Produkt von Alnatura gekauft. Ich bin ja zurzeit wieder auf einem ganz anderen Trip zuzunehmen. Also es ist zurzeit wieder richtig schlimm bei mir. Das macht bei mir zurzeit auch richtig psychische Probleme, aber egal. Könnte ich auch mal ein Video drüber machen, mal sehen. Auf jeden Fall habe ich diese Schoko-Reiswaffeln gefunden. Bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas zu essen sehe, schaue ich immer gleich auf die Nährwerte. Und da sind jetzt pro 100 Gramm, also die ganze Packung hat 500 Kalorien. Und 500 Kalorien für so kleine Reiswaffeln ist echt viel. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich die mal mit und probiere die mal. Die schmecken bestimmt gut. Dann habe ich mir die Kaufmanns Haut- und Kindercreme gekauft. Also die ist wirklich ein Must-Have bei mir. Also die habe ich jetzt bei mir daheim und die ist jetzt für bei meinem Freund. Damit schmiere ich meine Lippen ein, wenn ich eine runde Nase habe, zum Beispiel vom Naseputzen. Die kann man für alles Mögliche wirklich benutzen und die ist wirklich sehr gut. Eigentlich ist die halt für Kinderpopos oder so, aber für die Lippen sind die sehr gut, weil die machen einfach raue, kaputte Lippen sehr weich. Und deswegen, ich habe bei meinem Freund keinen Lippenbalsam oder so, ist mir letztens mal eingefallen. Und stört mich dann immer und da habe ich mir gedacht, nehme ich mal so eine mit, dass ich die auch mal bei ihm habe. Dann habe ich noch zwei normale Produkte, die kann ich euch auf einmal zeigen. Und zwar einmal ein Balea Deo Spray in Kirsche und eine Balea Dusche Hibiskus und Nektarine. Shampoo hatte ich noch daheim und das tue ich halt auch alles zu meinem Freund wieder. Weil, also natürlich haben die auch das alles daheim, so Deos und Duschgels und Shampoos und alles. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe so einen Tick. Ich brauche die Produkte, wo ich mag, also bei Duschgels und so geht es, dann nehme ich klar immer die, aber zum Beispiel bei Haaren kann ich nicht einfach ein Shampoo nehmen, wo ich noch nie vorher benutzt habe. Das ist einfach, kann ich einfach nicht. Deswegen müssen da immer meine eigenen Shampoos dabei sein. Dann noch für meinen Freund ein Trockenshampoo, weil, also das Neue stelle ich jetzt zu mir und das, was ein bisschen benutzt ist, tue ich zu ihm, weil Trockenshampoo, Lebensretter, da müssen wir nicht mehr dazu sagen. Trockenshampoo muss immer dabei sein. Und zwar ein Balea Deo Roll-On in Fresh. Ich wollte mal einen Deo-Roller ausprobieren, weil ich mir dachte, Deo-Roller hält länger als Deo. Also wird einmal gesagt und deswegen wollte ich das mal probieren. Und das ist auch ohne Aluminiumsalze und ohne Alkohol. Und ist halt fresh. Also ich denke mal, das wird jetzt nicht gerade schön riechen. Einfach halt, ja, riecht einfach so normal, ein bisschen, wie kann man das beschreiben, halt neutral, also sehr gut halt dann, dass man halt nicht nach Schweiß stinkt, ne? War einmal die I Love Extreme Volume Mascara, die nehme ich als Base immer auf meine Wimpern und dann die Catrice Glam & Dole Volume Mascara Waterproof, also das ist wirklich die allerbeste Mascara, die man sich je kaufen kann und die beiden machen bestimmt eine sehr gute Kombination. Also ich liebe eh die I Love Extreme von Essence. Die machen immer so diesen schwunghaften Volumen Schwung und dann die Glamour Doll Mascara in Waterproof. Und die gibt einfach auch nochmal echt Volumen und macht die Wimpern richtig lang. Und deswegen
ist es eine sehr gute Kombination. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben oder einen Daumen hoch geben, wenn ihr vielleicht so ein Must-Have-Favoriten-Video mal wieder wollt. Dann meine Eye Love Stage, auf die schwöre ich glaube ich schon seit ich 13 oder so bin. Also das ist die beste Eyeshadow Base, die man je haben kann. Und dann kommen noch drei Produkte, die ich jetzt mir noch für meinen Freund gekauft habe. Und zwar einmal ein Mattifying Compact Powder von Essence in der Nummer 04 Perfect Beige. Was, das ist 04? Das hat gar nicht so dunkel ausgeschaut, naja. Also ein Puder. Dann von P2 den Mattifying Professional Concealer in der Nummer 015 Perfect Nude. Da habe ich das hellste genommen, weil ich es unter den Augenringen immer gern gehighlightet haben möchte. Und den hatte ich schon mal und den finde ich echt gut. Und dann noch eine All About Grace Eyeshadow Palette mit solchen schwarz-grau-weiß Tönen, weil, wer mich kennt, ich schmink mich immer gern so Smoky Eyes mäßig und deswegen ich mal wieder, dass ich mich bei meinem Freund eben auch schminken kann. Das Wichtigste ist immer das Schwarz gut pigment, pigmentiert, ich habe heute wieder meine Sprachfehler, aber jetzt ist alles schwarz. Aber nein, sehr coole Palette. Und ja, das war mein ganzer DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war das Video. Ich glaube, ich muss nichts mehr sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.